raus! Komm raus! Wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend dieser Sport ist, wird, hätte ich sicher nicht gleich hier geschrien. Aber der Reihe nach. Ahrensfelde bei Berlin. Hier wird der Bundespolizeinachwuchs aus der Region rekrutiert. Ja, ich habe mich auf diesen Test extra nicht eigens vorbereitet. Ich meine, außer dass ich 50 Jahre extrem gesund gelebt habe. Und ich habe mir natürlich im Internet vorher das Trainingsvideo der Bundespolizei angeguckt, damit ich weiß, was heute auf mich zukommt. Das Ganze ist dreiteilig. Im ersten Teil geht es um die Koordinationsfähigkeit. Da wird die Motorik getestet. Im zweiten, das ist ein Pendellauf. Da muss man so hin und her zwischen zwei Kisten rennen. Da geht es um die Reaktionsschnelligkeit. Und zum Schluss, und das ist, glaube ich, das Schlimmste für mich, da geht es um die Kondition. 12 Minuten laufen und dann möglichst weit kommen und eine bestimmte Anzahl von Runden schaffen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Gemeinsam mit 5 regulären Bewerbern, die nicht mal halb so alt sind wie ich, stelle ich mich dem Verfahren. Auswahldienstleiter Thomas Hennig macht mir übrigens nicht gerade Mut. Was würden Sie sagen, wenn Sie mich jetzt als Bewerber sehen? Ist dieser Test, den wir gleich erleben werden, zu leicht? Also grundsätzlich, Herr Lippe, ist es schwierig, jemanden äußerlich zu beurteilen, ob er den Sporttest hier besteht oder nicht. Wir können nur davon abraten, hierher zu kommen, ohne sich vorzubereiten. Denn wir machen die Erfahrung, dass unvorbereitete Bewerberinnen und Bewerber Probleme haben, den Sporttest zu bestehen. Egal, ich gebe alles. Beim ersten Element im Koordinationstest muss ich mir den exakten Ablauf ganz genau einprägen. Hier wird nur erklärt, aber nicht vorgeturnt. Und ich muss den Durchgang in unter 18 Sekunden schaffen. Geschafft. Und das sogar 2 Sekunden schneller als nötig. Das macht mir Mut für die zweite Runde, dem Pendellauf. Sieht eigentlich ganz einfach aus. Zweimal zwischen zwei Kisten hin und her in höchstens 10,3 Sekunden. Fertig. 10,6. 10,6 wurde gemessen. War ich denn jetzt in der Zeit, oder? Das habe ich nicht gemerkt gerade. Sagen Sie noch mal schnell. Also für Ihr Alter, letztlich ab 29 plus x Jahren, sind Sie mit 10,6 gerade noch so im Limit. Das war knapp. Und es wird noch knapper, fürchte ich. Denn für den Ausdauerlauf von 12 Minuten fühle ich mich im Moment nicht fit genug. Wer sich hinsetzt, stehen bleibt, sich hinlegt, der bricht den Lauf ab. Quälen Sie sich, die Zeit läuft. Ich presche erstmal vor, um mehr Platz zu haben. Wahrscheinlich ein Fehler, denn schon nach wenigen Minuten komme ich aus der Puste. So, kommen Sie mal, Herr Lippe. Wir haben noch nicht mal die Hälfte rum. Du Scheiße. Jetzt heißt es an die Grenzen gehen, denn ich will doch wenigstens die Mindestanforderung für Frauen schaffen, also die 2000 Meter in 12 Minuten. Abpfiff. Immerhin 22 Runden geschafft. Schreibt keiner wieder irgendwie, das wäre hier zu leicht. Nun die Auswertung, die Stunde der Wahrheit. Herr Lippe, Koordinationstest war ganz vernünftig gewesen. Da waren Sie über der Mindestnorm im Punktewert. Der Pendellauf war gerade so in der Mindestnorm drin, aufgrund Ihres Lebensalters. Ausdauer besitzen Sie zumindest nicht ausreichend für den Polizeidienst. Von daher Nullpunktwert erreicht. Und damit bin ich knapp durchgefallen. Denn das Scheitern in nur einer Disziplin bedeutet das komplette Aus. Und damit ist der Sporttest sogar etwas schwieriger geworden. Denn noch vor einem Jahr konnte man den Ausfall in einer Disziplin mit einer anderen ausgleichen. Ich gehe jedenfalls jetzt trainieren. Die nächste Prüfung kommt bestimmt.